betrogen hatte. Ich habe gedacht, ob es da nicht nochmal getan hat. Bist du denn sicher, dass du dich da nicht verhört hast? Ich meine, kann ja sein, dass es stimmt, was Mama dir sagt. Und du machst es jetzt umsonst drum. Ich wünschte, es wäre so. Aber sie hat es wirklich genau so gesagt. Ja, aber wer soll denn sonst dein Vater sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Papa nicht dein Vater ist. Ja, was weiß ich, was Mama für eine Scheiße gebaut hat. Wie oft sie Papa betrogen hat, wie oft sie nach ihrer hatte, keine Ahnung. Also ich weiß, sie hat jetzt echt keinen Bock aufzugeben. Ja, aber Mama liebt Papa. Das würde ja helfen, dass sie ihn betrogen hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, was ich Das soll ich mir von dir nicht einreden, das soll ich mir von Mama nicht einreden. Sonst nicht. Ich bin doch nicht bescheuert, ich weiß noch, was ich höre und was nicht. Das ist ja gut, dreck dich ab. Ja, aber wenn, guck mal, Annika, du bist echt naiv. Überleg doch mal, wenn Papa nicht mein Papa ist, ja, dann, wer sagt denn, dass es überhaupt dein Vater ist? Hast du dich wieder beruhigt? Ich meine, das würde ja heißen, dass Mama Papa immer wieder betrogen hat und das über längere Zeit oder... Wenn über Jahre. Ja, es kann doch sein. Man weiß doch nicht, ob sie eine langfristige Affäre hatte. Ich war in dem Moment einfach...